Elfen. Ah, gefunden! Modello! Tom ganz freundlich, mal super. Ich fang doch mit Mondello an, ihr seid doch hier. Schon, Multi 21. Oh fuck. Nee, du meinst wohl Mighty 41. Lenken. Auch nicht in der Kurve. Lenken. Lenken. Ah, Lenken. Was, wieso lenkt der nicht? Wieso, welche Nummer? Einen hat schon zerlegt. Meine Tastatur funktioniert nicht. Drauf den echt neuer. Nicht? Alter. Hallo, das ist ein Scherz, oder? Bist du vorher mit Lenkrad gefahren, Jakob? Du. Ach nein. Alter, ich muss mich jetzt erstmal eingewöhnen, ich hab 3-4 Tage nicht gefahren. Das ist... Oh, du Idiot! Ich habe 3 Taxi da. Mann, Alter, wie sollen wir das denn heute reißen? Ja, komm, dann fährst du gleich einen Fort, ne? Ja, ich hatte Probleme mit mir selbst. Da musst du Jakob gleich mit Fort fahren. Eigentlich schon. Obwohl, bei Quali bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da kann er noch Wagen wählen. Jetzt am Anfang können wir das eine Training noch schnell überspringen. Wow! Pascal, konzentrier dich! Ist ja nur Training. Kannst du auch ganz aussetzen, wenn du willst, also... Hallo Frank, du musst ja nicht mitfahren. Ja. Problem. Mit. Ein Konkurrenten weniger. Juhu! Aha. Alter, wie viel ich in der Freundesliste auch noch einmal, ich fahr normal und dann kommt die Dampfzeit schon vorbei. Jetzt bin ich wieder demotiviert, ey. Ah, ich habe hier eine dicke Motte in meinem Zimmer, wo kommt die denn her? Schlachte sie ab. Ah, geh weg! Ihhh! Ja. Alter! Ich wollte vorbei, du warst zu langsam. Tom, wie hast du es bei den Strafen eingestellt? So wie immer. Da hab ich nichts verändert. 10? Und alles drin. Jede Flagge und abkürzen und berühren und so. Toll. Das wird ja ein Massenstrafen. Massenstrafen! Massaker! Berühren, ey, das ist ärgerlich. Mondello habe ich nicht so oft trainiert, habe eher Brand Savage gut trainiert. Ich auch. Aber Mondello kann ich überhaupt nicht, die kann ich trainieren, wie ich will. Mondello kann ich bei Need for Speed Pro Street. Ja, da kann ich die auch sehr gut. Da ist es ja auch noch eine kleine Strecke. Wenn ich mir das angucke, meine erste Runde eine 1.13.6.2. Das ist meine viel schlechter, 1.18.6.4. Ja, gut, ich herzlich willkommen zu LTR. Ich nicht, die Live-Sendung von den DTM. Com TV. Live in Mondello, Irland. Jetzt einschalten, seien Sie dabei hier im Livestream. Auf RTL, auf Tom Now. Auf NTV. Holt euch die neue App. Tom Now. Tom Now. Tom Now. CTV. Tom PZ. Tom TV. Now. Tom Now. TV. Tom PZ. Der neue Fernsehsender. Tom, gibt's eigentlich von dir wirklich eine App? Nee, ne? Nee, hä, wie kommst du denn da? Was eine Frage, Alter! Gibt's von dir wirklich eine App? Hätte ja sein können! Könnt ihr mich nach dem Rennen dran erinnern, dass mein Frapshot Key of F10 ist? Mal vorbei? Das muss man sich auch merken! Denke, Alter, wie fahr ich hier behindert, ey? Jetzt kommt, wenn man so wenig schläft. Die Zenker, und den ganzen Tag arbeitet. Denkeralb, genau. Häng ich noch raus. Kann es sein, dass ich der Einzige bin, der tagsüber arbeiten muss hier? Nee, meine Mathelehrerin ist früher. Danke, Frau Henker. Fürs Raushauen, nein! Du Lex. Das neue was Motto und Denker dir ein. Was zum Henker, Denker, Zenker. Oh Gott. Ich verrecke ihn. Da muss er gleich raus. Okay, wollen wir weiterfahren, ja, ne? Oh, Muckeleck! Ah! Panik! Panik! Ich bin da 1.15.04 gefahren. Lex, boah, aber wie du! Ich nehme das zum Glück auf, ey. Alter, fahr weiter! 10 Meter Schritte! Oh! Erstmal schön da durch! Alter! Sieht ihr auf dem Punkt und so auf dem Map so einen neckenden Punkt? Master Eno Training! Ey, wer kommt denn da von den anderen Rappen nicht weg? Ach, Fate Strike Gaming! Hate Strike Gaming mit K, du Birne. Gay Strike Gaming. Du Birne. Boah, morgen geht's mit Grid 2 los, da fange ich an. Ja, morgen geht's mit Outchasing los und dann Grid 2, ja. Ihr Abogeil. Aber das müssen wir auch online LP machen hier in der Grid 2 hier, Leute. Alter. Es hat einen Splitscreen-Modus, ne? Ja, ich weiß, mega cool. Das meint mein Kumpel zusammen, ja. Tom, du bist Vierter. Ruf denn da jetzt an, mein Gott. Ja, du, das... was hab ich denn für eine Zeile? 1.19, was denn da los? Ja, vor dem Teamkollege, hinter dir ein Teamkollege. Wow, Tom ist ja mal eine Zeile Asphalt gepflastert.
Lukas, also LPN, der hat das ja irgendwie wo schon. Wo bin ich denn gelandet? Auf 5? Vor 3, 4 Tagen. Ich bin bestimmt auf dem letzten hier. Einmal vor mir, will der mich verarschen? Was? Ich hab es auch schon bekommen, Grid 2. Ja. Ich bin doch nicht aus dem letzten. Nö, nee, werd ich auch noch nicht. Erst wenn Grid 1. Mucke, du warst jetzt wieder am Lenken im TS. Kriegt ihr das dann auch von der GameStar oder habt ihr dann noch irgendwie auch so einen Sponsor? Ja. Ja, naja. Wir kriegen das von den Entwicklern. Also GameStar hat ja direkt entwickelt. Alles wieder auf Eimer. Jakob, ich hab dir jetzt schon mal erklärt. 50 Meter langen Kabel kann ich mir nicht kaufen. Kostet doch nicht viel. 20 Euro. 50 ja, Meter. Ja. Von der ersten bis zur zweiten Etage müsste ich den ganzen Scheiße legen. Sonst? Ja, nur an unserem Stichtag hier. Sonst ich wüsste da was. Kauf dir ein sogenanntes Powerline-Adapter-Netzwerk. Das ist so eine Steckdosen-Netzwerk. Ja, das hat die Großstadt. Das läuft tadellos. In der Köln, neben Saarland. Du musst nur aufpassen, dass das nicht zwei verschiedene Stromkreise sind. Dann funktioniert es nämlich nicht. Kauf dir erstmal. Wie kommt meine Frepszahl nicht? Ich krieg die Krise hier. F12 oder so ist das, glaube ich, mal Standard? Ja, F12 irgendwie oder was? Ich hab das auf F9 gelegt oder so. Einfach F9 drücken und aufnehmen, nimmt das mit 60 FPS. Früher, wenn du die FPS schon am Anfang nicht sieht, dann werden die auch nicht angezeigt. So, Mucke ist dabei. Alle bereit? Ja. Alle bereit? Pascal? Was ist mit mir? Mucke. Ich krieg meinen Freps nicht am Laufen. Ja, Mucke. Da hast du Pech gehabt. Mütchen. Ich bin sofort fertig. Jo. Wenn du das jetzt nicht packst, und dann gibt's heute Abend kein Bettsport. Nein, bitte nicht. Ja? Tom, wenn es nach 22 Uhr ist, muss ich leider gehen, weil sonst komme ich früh nicht raus. Ja, ich weiß. Also wir beeilen uns jetzt auch. Ich hoffe, Mucke kriegt das schnell hin und dann legen wir sofort los. Ja, wenn jetzt... Bereit? Jetzt muss es ungefähr noch so eine Stunde gehen. Oh nein. Und? So, bereit. Okay, jetzt geht's. Los! Oh nee, warum bin ich so, nicht mehr? Christoph, scheiße. Ja, letzter. Also ich kann erster. Nichts mehr garantieren. Oh scheiße, ich bin hinter Mucke, nein. Ich hab freie Fahrt, ein Glück. Und das wird mir nichts bringen. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von DTM Waste Viper 3. Die Gummischlümpfe haben sich für die V8 Serie entschieden. Und ich bin so ein bisschen am Weinen, denn ich komme mit denen überhaupt nicht klar. Unser Team McLaren verpeilt hat zwar 3 Titel in Folge gewonnen, aber... Ich glaube, heute werden wir wohl keinen 4. mehr einfahren können. Es gibt keine Teamvorstellung, wie ihr ja sehen könnt, denn die Gruppen sind fast nicht verändert. Lediglich Kösti kann heute nicht mitfahren und dafür ist King Snickers zum ersten Mal dabei. Wie geht es dir, King Snickers? Was? Jakku? Ja, Mucke hat... Mir geht's gut! Mucke hat geleckt und ich habe sogar noch im Startmenü, als der Computer geleckt hat, habe ich Schaden bekommen. Was ist hier eigentlich? So, warte mal, jetzt haben wir hier ein Timeout. Oh, cool. Mucke ist am Anfang. Also Mucke muss irgendwie eine Einzelquali fahren. Ihr merkt, dass der Chaotenhaufen ist zurück. In alter Manier. So, Jakku, also keine Rundenzeit. Ist natürlich ärgerlich. Jakku, einer der Titelfavoriten, muss man heute einsteigen. Nee. Scheiße. Also Mucke ist jetzt aus dem TS raus, ne, oder? Ach, ja, noch nicht, glaube ich. Im Spiel ist er raus. Ist er noch im TS. Im TS ist er draußen. Jetzt ist er draußen. Okay, so scheiße. Boah, zwei Fahrer sind schon mal ausgefallen. Das geht ja gut los. Noch nicht mal eine Runde hier abgeschlossen. Okay, wir gehen auf mal der 12 ein bisschen Grundausfall Shit durch. Also die Gummischlümpfe sehe ich als Team insgesamt ganz vorne. Mike. Heute. Ja. Wie sieht's aus? Ja, aktuell eine super Runde von mir. Power to the people! Also ich habe aktuell eine 1.14.7.3. Oh ja, da bist du auf jeden Fall vor mir. Buddy in your channel, time out. Entschuldigung. Jetzt gibt's hier schon wieder ein Timeout. Ich glaube, das ist erneut Mucke. Mucke erneut. Ich glaube, Mucke kann nicht mitfahren. Nein, ich habe mich gedreht. Patrick, du musst ja höchstwahrscheinlich dann irgendwie als einziger von unserem Team richtig gut punkten. Heute sind ja definitiv alle Fahrer dabei. Mucke spielt als Safety Car. Patrick, wie sieht's bei dir so aus, zeitmäßig? Naja, die erste Runde war jetzt nicht so berauschend, aber ich denke mal, die nächsten werden jetzt besser und dann wird das schon. Christoph, Vorsicht. Ein Interview. Es gibt im Übrigen eine extra Regelung. Ihr seht ja heute keine Rundenanzahl, dafür eine Zeit. Wir haben es so gemacht, dass jeder Fahrer nur 3 Runden hier absolvieren wird.
Ich bin in der zweiten, glaube ich. Zeitüberschreitung von Jakko, also Freunde, jetzt macht mich hier nicht verrückt. Was also, könnt ihr euch mal besser Internet kaufen? Was ist denn los? Also, wir fahren das jetzt zu Ende. Also, ich würde mal einfach so aus dem Gefühl heraus sagen, selbst wenn wir es neu starten, das wird nicht besser. Ja, wer ist wer raus ist, scheiße. Ist raus. Ja, Muck hat mich rausgehauen, halt. Mal wieder. Ja. So, also ich bin in Runde Nummer 3. Ich könnte höchstwahrscheinlich noch eine vierte fahren, aber da gebe ich dann nicht mehr Vollgas. Soll auch keiner. Nick aus. Was? Schau ich einmal auf die Zeit. Danke, war vorbei. Nett. Cranky, wie sieht deine Zeit aus? 1,20, also. Oh, das ist ja natürlich nicht so gut. Christoph, bist du auf der 12 oder kannst du 1,20 toppen? 1,25,01. Sehr schön, ich glaube Christoph ist auf der 12. Oh, Rekord, 1,40. Aber das heißt nicht ganz, Mucke und Jacko stehen ja noch dahinter. Ah ja, stimmt. Neuer persönlicher Rekord, 1,14,78. Was hat denn die Susi, wenn die jetzt hier schon quatscht? 1,12,0. Mann, boah, so eine gute Runde und ich verkalke es. Man sollte erwähnen für die Zuschauer, die eventuell das erste Mal hier einschalten, dass die Susi eine männliche Stimme hat. Ja, das ist gewollt. No. Ja, es ist fast alles neu, bis auf die Stimme. Das muss noch irgendwie bearbeitet werden. Boah, Christoph, du bist so ein Spacken, weißt du das? Geschlechtstausch. Pascal, was hast denn du gerade so stehen? 1,13,09, die erste getätigte Runde. Was und machen wir, wenn Mucke nicht mehr kommt? Boah. Ja, achso, der muss ein KI irgendwie noch rein. Christoph, ich muss vorbei. Das ist doch alles scheiße, ey. So, ich bin in Runde 4, ich weiß nicht genau, wer vor mir war. Patrick, also aber der ist, glaube ich, auch langsam gefahren. Ja, Patrick, ne, wir fahren jetzt alle langsam. Jo. Das ist die letzte Runde, hier wollen wir keine Zeit mehr irgendwie toppen. Alter. Wer ist denn jetzt noch unterwegs? Ja, cool. Ey, weg da, Susi. Und, was hast du stehen? 1,11,76. 1,13,46, bam! Naja. Susi hat sich abgedrängt. Verdammt. Du hast dich schon vorher weggedreht. Ich hätte das Auto für eine Runde hier nochmal raus. Wir sind hinter uns, Pascal. Ich hab mir gedacht, ich hol ein bisschen auf. Und fahr ich hin drauf. Die Gummikrippen werden halt vorne mitfahren. Ja, sag ich ja. Au! Los, Pascal, los! Ey, paar Sacke! Was ist denn? Ich hab voll schlecht gefahren, ich weiß, dankeschön. 1, 4, 5 und 7, das sind doch gute Platzierungen. Mucke kommt jetzt gar nicht mehr zurück, oder? Mucke? Ja, geil. Gut, dann müssen wir uns gleich mal darauf einigen, wie stark machen wir die KIs. Hat da jemand mal probiert? Ich hab da nichts aus. Ja, sehr also geschmeckt. 100%, naja, reinfahren! Was denn 100%? Naja, da fahren die doch, was weiß ich, 30 Sekunden oder so. Das hatten wir doch schon getestet. Achso. Ja, das ist scheiße. Station. Ganz ehrlich. Wie bitte? Nee, das ist 30 Sekunden? Was sind das für Züge? Und im Rennen dann? Was? Nee, im Rennen fahren die so ungefähr wie bei der DTM. Die haben ihren 10 Sekunden Stopp. Was ist jetzt los? Irgendeiner fehlt hier doch drin. Mucke. Jetzt fehlt nur noch Mucke. Weil jetzt sind 11 Spieler hier. Ja, aber Mucke kommt ja, glaube ich, der ist ja nicht mehr auf TS jetzt. Mucke, wo bleibst du? Mucke? Ja. Schnell. Oh. Ey, Mucke, was ist denn los mit dir? Aber du kannst noch mitfahren. Mucke, warum hast du nur Probleme? Hat dein Hund irgendwas durchgebissen? Nee, seine Katze hat sich wieder auf den Ausschalter gesetzt. Du warst Sechster. Sechster. Oh, ja, geil. Sechster. Oh, nein, alles ab. Ich war Vierter. Das war die Putzfrau vom GameSpy-Server. Okay. Ich bin rechts, Tom steht links, die, ja, okay. Die ist über ein Kabel gestolpert. Eingesaugt. Nur komischerweise hat Mucke andauernd dieses Problem. Verstehe nicht, Mucke, was hast ich du denn da? Ich bin's Opfer. Ja, ach, das bist du. Ich will davon nichts mehr hören. Ja. Oh, warum jetzt nur noch 10? Wer ist denn jetzt noch rausgegangen? Jakko. Was ist denn da los? Er darf nicht wahr sein. Wird das heute noch was, oder? Jakob, bist du noch auf Teamspeak? Nein. Wir müssen ehrlich mal, ich würde sagen, einfach heute muss einfach ohne Mucke und Dings gefahren. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht, warum ihr alle immer so Probleme habt mit eurem Internet. Zeitüberschreitung von Cranky? Mann, hört das hier nie auf. Aber Cranky, nein, Cranky, das Leute, Mann, ich hab das geschrieben. Oh, Cranky, ey. Du Arsch. Oh nee, ich hab mich schon gewundert. Jetzt geht's hier los, du.
Da hast du mich einfach ranbekommen. Nee. Oh Mann. So, Jakku ist wieder dabei. Ich hatte auf dem TS noch nie ein Timeout. Ja. Buddy in your channel timed out. Buddy entered your channel. Jakku? Oh, ich krieg die Krise hier. Jo. Jakku ist wieder da. Jakku ist wieder da. Aber ich kann das Auto nicht wechseln. Jetzt kommen wir aus dem letzten Wort aus dem Chat rein. DTM 33, ne, das Passwort. Aber Mucke und ich können das Auto jetzt nicht wechseln irgendwie. Nee. Ich fahr ja sowieso den Falcon, das ist mir ja eh egal. Ja, ich fahr ein Commodore eigentlich. Jacke wie Hose. Ey, ja, Jakob hat ja auch ein extra Würstchen gekriegt. Nicht beigetreten. Pascal, ja, tut mir leid, Leute. Geht nicht. Ja, ich bin jetzt immer noch am Join. Kann doch nicht sein, Muck, was ist denn da? Doch, du kommst da. 12. Du bist da. Kann ja, jetzt, du bist beigetreten. Es wird doch nicht mehr. Also, bringen, wenn das jetzt nochmal länger sollte, steige ich aus. Mhm. Und dann läufst du über die Strecke. Dann steige ich aus. Dann steigt er aus und läuft über die Strecke. Das finde ich. Ich muss mal hier im ganzen. Alter. Okay, alle bereit? Ja, ich bin bereit. Oh, ja, ich könnte bereit sein. Lob. Von Platz 5 geht es aus ins Rennen, aber das ist die Traumplatzierung des Jahres. Jakko! Ja, von wegen, meine Zeit ist so gut, ne? Hast du direkt mal geknackt. Ja, ich glaube, ich setze das Rennen ja, aus. Ja, Tom, du bist von einer 1.13.4 gefahren. Ich bin eine 1.13.6 gefahren. Ich komme mit dem Falcon nicht zurecht. Was? Komm, nein, sag das nicht! Oh. Ja, aber wenn ich jetzt nicht so rausgerammt werde... Ja, ist egal. Besser als gar nicht mitfahren. Ich starte auch von der 11. Ja, toll. Ich starte von der 6. Wir starten von der 11. Und Leute, ich hatte schon bisschen. Vor dem... Ich starte von der 9, Schaden. Also. So, gebt alle eure bisschen eher auf die Bremse, bitte, ja? Nein, bisschen, ja. Nur ein kleines nein, bisschen eher auf die Bremse. Jakob hat die Pol. Ja. Vorsicht! Ja, oh. Doch! Ehrlich, mein Wagen fährt nicht. Doch, jetzt fährt er wieder. Komisch. Könnt ihr nicht fahren? Mein Wagen hat kein Gas gegeben. Ja. Total Schaden. Echt? So, also wer hat jetzt irgendwie Totalschaden? Oh my god. King Snickers, du Idiot, Mann! Ich konnte doch nicht mal was dafür! Kirsty, wo bist du? Wir müssen dich hier einwechseln. Das merke ich mir fürs FIFA-Let's Play hier, King Snickers, du. Ja, du wirst da extra Schicht drin. Pascal muss drinnen bleiben, der schießt die Tore. Hey, Jakob, geht doch! Auf der 5!